Shalom Aleichem. Mal schauen, was heute so auf uns zukommt. Grobes Thema: die zwei Reiche. Also die Spaltung des Königtums, des Königreiches nach Salomo. Die Spaltung in das Nordreich und das Südreich. In das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Auch bekannt als Ephraim im Norden und dem Juda im Süden. Der Norden manchmal auch einfach als das Haus Josefs bezeichnet. Es war jetzt schon öfter die Rede von der Symbolik der einerseits der Schöpfungstage, erster bis siebter Tag, dann der Symbolik des achten Tages, als der Erlösung im Erleben des Gesalbten, des Messias, dann aber auch dass diese Erlösung des achten Tages noch einmal, zumindest scheinbar, verloren geht. Noch einmal der neunte Tag kommt und erst nachdem dieser neunte Tag, als die Unterwelt sich dann als die Gebärmutter herausstellen durfte, aus der das wirkliche Neue geboren wird, kann, sagen wir mal, die umfassende Erlösung des zehnten Tages auch tatsächlich verwirklicht werden. Und auch den Bezug dieser 8, 9, 10 Entwicklung, sagen wir mal, zur Prophezeiung, dass Israel, nachdem es schon das gelobte Land eingenommen hat, unter Josua, und aber wieder verstreut wird unter die Heiden, um am Ende aus allen Völkern, aus allen Heidenvölkern wieder zusammengerufen, zusammengesammelt zu werden, um dann mitsamt dieser Völker heimzukehren, zurückzukehren, erlöst zu werden. Die Völker sind durchaus inbegriffen in diesem Heilsplan, wenn man es so nennen will. Bevor wir also jetzt auf diese Spaltung des Reiches vom Volk Gottes näher eingehen, vielleicht nochmal der Rückblick auf diese ganze Thematik des 8., 9., 10. Tages und auch manches, was vielleicht in den vorherigen Besprechungen, im vorherigen Erzählen zu diesem Thema noch nicht so deutlich geworden ist. Insbesondere der Bezug des 6. Tages zum 9. Tag, beziehungsweise zum 8. Tag, der eben noch einmal zum 9. Tag werden muss, um dann wirklich den 10. Tag erreichen zu können. Was ist der Bezug dazu, dem 6. Tag, wo also gleichermaßen die Schaffung als auch der Fall des Menschen im Rahmen der Schöpfungswoche angesiedelt ist? Wir kamen in dem Sinne schon darauf zu sprechen, dass wir vom Namen David diese 14 zusammengesetzt aus der 4, 6, 4, also aus der 4 und 4, was wir dann auch als die Pforte und die Pforte, also die Verbindung der beiden Pforten, gedeutet haben, wobei eben die Verbindung, die 6, auch dieser 6. Tag ist, der damit also die Pforten vom 5. in den 6. Tag und vom 6. in den 7. Tag verbindet und das dann also in dem Bezug von der Grundkonstitution des menschlichen, geistig-seelischen, was sozusagen aufgespannt ist zwischen Himmel und Erde und bevor der Mensch selbst erscheint, eben schon in der Schöpfung repräsentiert in den Tieren des Himmels, den Vögeln und den Fischen der Meere auftaucht, erscheint. Und wie also dann die erste dieser zwei Pforten in den 6. Tag hineinführt, von dieser, sagen wir mal, in der Mannigfaltigkeit der Schöpfung anzutreffenden Grundstruktur des menschlichen Innenlebens, hindurch durch die Schaffung wirklich des Menschen im Konkreten hin zum 7. Tag, wo dann alles in dieser Welt des 7. Tages vermischt ist sozusagen. Also wo
diese innere Struktur der Schöpfung nicht mehr so klar zu erkennen ist, wie es eben in der Aufzählung durch die 7 Tage im biblischen Bericht scheinbar so strukturiert und geordnet ist. Im 6. Tag, in der Sechszeit überhaupt, wirkt sich also so eine Art Geheimnis, auf dem alles basiert. Das passt dann auch dazu, dass als diese 6. der 7 Sephirot, wenn man dieses Wort hier einmal einführen darf, auch den Namen Yesod, das Fundament meist übersetzt, trägt. Und Yesod, einerseits Fundament, kann man aber auch andererseits als es ist ein Geheimnis übersetzen, denn das Wort Soud steckt darin. Und dieses Soud hat den Zahlenwert 70, die Samech, Waf, Dalet, die 60, 6, 4. Also das Geheimnis hat etwas mit der Vielheit dieser 70 zu tun, die ja dann diesen 7. Tag so charakterisiert. Diese Welt, in der wir leben, die Welt der Vielheit, der 70. 70 Völker, der 70 Sprachen und so weiter. Wir sind schon darauf manchmal eingegangen. Und dieses Fundament des 7. Tages ist also der 6. Tag. Dieses Yesod. Und so sagt man auch, als der Tag, wo der Menschheit durch die Wahl, die sie trifft, die Augen geöffnet werden für diese Welt der Vielheit, das Erwachen. Diese ganze Symbolik wurde schon einmal angesprochen in einem kürzeren Monolog zu Themen wie gekleidet in Licht und Adam als Mann und Frau, also bei Neugier zu den Details vielleicht dort noch einmal hinverwiesen. Jedenfalls dieser 6. Tag, also an dem Adam im Gespräch mit der Schlange, mit der Nachasch, dazu gelangt, vermittelt durch seine weibliche Seite, also das Erscheinende ist es, was da ergriffen wird von von dieser Schlange, von dieser Kraft, die zum langen Weg verführt, motiviert, je nachdem, von welcher Seite man es betrachten will. Jedenfalls Adam kriegt da also, und zwar Adam jetzt im Sinne von männlich und weiblich, der Menschheit als Ganzes, Adam kriegt dort seine Augen geöffnet für die Welt der Vielheit. Und in dem Sinne sagt man dann, steckt unser menschliches Bewusstsein, wie wir es hier auch in dieser Welt des 7. Tages in unserem Alltagserleben kennen, steckt unser Bewusstsein immer in diesem 6. Tag fest. Ist also niemals wirklich angekommen hier in dem 7. Tag, in dem wir eigentlich aber äußerlich betrachtet leben. Sodass da immer diese Zerrissenheit, die wir auch in unserem Selbstwahrnehmen ganz klar feststellen können, dass diese Zerrissenheit einfach zementiert ist in der Grundstruktur des 7. Tages, der auf diesem 6. Tag basiert. Und das Bewusstsein, sozusagen das Subjekt des Menschen, das Ani, zu dem ja auch schon was gesagt wurde, bleibt eben in diesem 6. Tag stecken. Und trotzdem sind wir eben als lebendige Menschen, als die Nefesh, die eigentliche, durchaus in diesem 7. Tag anwesend. Und in diesem 7. Tag, das darf man auch nicht übersehen, sind alle vorhergehenden 6 Tage mit enthalten. In dem Sinne ist natürlich auch unser Bewusstsein hier in diesem 7. Tag, aber eben noch mit diesem einen Schleier getrennt, sozusagen nur indirekt vorhanden. Indem der 6. Tag auch im 7. Tag vorhanden ist, ist natürlich auch unser Bewusstsein in diesem 7. Tag vorhanden. Aber als solches bleibt es eben im 6. Tag. In Ägypten also auch, zu dieser Zuordnung von Ägypten zum 6. Tag wurde auch schon manches gesagt, zu dann der Wüstenzeit, die diesen 7. Tag repräsentiert für Israel, während es die Wasserwelt, also gerade das scheinbare Gegenteil der Wüste, der Wasserlosigkeit, gerade die Wasserwelt ist es also für die Goyim, für die Geviot, für die Körper, für das Körperliche der Menschenexistenz, die Zeitwelt also. Und der 8. Tag dann das ersehnte, gelobte Land, in das das Geistig-Seelische zunächst einzieht und dann beginnt eben diese ganze Dynamik, auf die hier noch ein bisschen näher eingegangen werden soll, dass
Israel wieder vertrieben werden muss aus diesem achten Tag, unter die Völker zerstreut werden muss, also in die Wasserwelt, quasi aber auch nach Ägypten zurückgeführt wird dadurch. Ägypten ist ja eins dieser Völker, repräsentiert gewissermaßen auch alle Völker. Ägypten ist es ja auch, was auf der, bei der Flucht Israels aus Ägypten Israel verfolgt, hinterher will, insofern auch Ägypten verlässt, also das Volk Mizraim verlässt das Land Mizraim, diesen sechsten Tage auch. Nur kommt es eben nicht auf der trockenen Weise durch das Schilfmeer, durch dieses Meer der Grenze, das Yamsuf, wie es Israel tut und dann eben in der Wüste ankommt und dort seinen siebten Tag erlebt. Mizraim, als jetzt Repräsentant der Völker eben, geht in den Wassermassen dieses Meeres der Grenze unter und erlebt so seinen siebten Tag, also in diesen Wassermassen, in diesem Blick auf die Symbolik zumindest. Und das verstreut werden von Israel, was schon das gelobte Land, den achten Tag erreicht hat, dort aber versagt sozusagen, wieder dem Götzendienst verfällt, den Weg der Völker sozusagen wählt und dadurch die Konsequenz auf sich nehmen muss, das gelobte Land wieder zu verlieren. Dieses Israel, was dadurch also in seinen neunten Tag vertrieben wird, landet dadurch, trotzdem es für ihn, für Israel der neunte Tag ist, gewissermaßen wieder in diesem sechsten Tag, von dem alles ausgegangen ist, auf was dieser siebte Tag basiert, je nachdem dann, wie der siebte Tag erlebt wird, als das geistig-seelische Israel, als Wüstenzeit oder als die Völker, als die Wasserwelt. Es wird wieder auf die Basis von dieser Grundspaltung in geistig-seelisches und körperliches zurückgeworfen. Und das ist eben das Verstreutsein unter die Völker. In dem Sinne also eine Art Wiedererleben von Ägypten, von der Knechtschaft Ägyptens, der Knechtschaft durch die Völker, durch das Körperliche. Wir haben ja auch gesagt, Mizraim, Ägypten, als die beidseitige Eingezwängtheit in der festen Form, Zar wie Zur, der Fels, das Feste, die feste Gestalt. Und nun ist dieser wiedererlebte sechste Tag natürlich nicht genau dasselbe wie der ursprüngliche sechste Tag, sondern es ist eben der neunte Tag für das Geistig-Seelische, was eben nun schon den achten Tag kannte, also dieses Eingezogensein, gewohnt haben im gelobten Land und nun also wieder ja, einen scheinbaren schweren Verlust erlitten hat und wieder unter das Körperliche sich begeben muss. In dieses Körperliche zurückfällt, sich dort verteilt und sich selbst dort auch verliert bis zu einem gewissen Grad. Es wird ja immer gesagt, der Rest Israel, der ist es, der zurückgebracht wird, zurück sich umwendet, die Rückkehr, die Umkehr wagt und antritt und dann auch gerettet werden kann. Also es ist immer durchaus auch angemerkt, dass es eben nicht alles von Israel ist, sondern der Rest, She'erit auf Hebräisch. Dieser Rest, der immer bleibt, der niemals aussterben wird, auf den man immer vertrauen kann, dass zumindest dieser Rest noch bestehen bleibt. Und so eben auch mit dieser Erlösung des achten Tages, so sehr sie verloren erscheint im Erleben, wenn man diesen neunten Tag, diese Reise durch die Unterwelt dann antreten muss, so sehr bleibt doch dieser Rest des achten Tages sozusagen noch erhalten, auch in der Erinnerung, im Bewusstsein, dass man zumindest nie wieder komplett zurückfällt. In der Wahrnehmung, in diesen Zustand ganz vor dem Erlebthaben der Erlösung. So traurig es ist und besonders fatal es erscheint, sie schon einmal geschmeckt zu haben und wieder verloren zu glauben, so sehr hat man doch noch diese Gewissheit, dass man zumindest von der Existenz weiß, dass diese Erlösung eben möglich ist. Und das ist eben das, was Ägypten als solches, der sechste Tag vor allem, noch nicht weiß, noch nicht wissen kann, weil sozusagen noch nicht die lange Reise angetreten ist, so wie eben auch Adam in Gan Eden, im Paradies sozusagen, noch nicht seine volle Berufung erfüllen kann, weil er noch nicht den langen Weg angetreten hat, weil er sich noch nicht bewähren konnte. Das also ist dann der Anfang des großen, weiten Weges, der siebte Tag. Diese Reise, die lange Zeit, die ganze Zeit, die 40 Jahre, also wirklich die Maim, die Maim, die ganze 40
die ganze Zeitwelt hindurch. Wurde aber schon gesagt, dass dieser sechste Tag auch mit der Sephira Yesod assoziiert ist, mit dieser sechsten, zweitniedrigsten, könnte man sagen. Und dass das Wort Sod des Geheimnisses, also das Geheimnis darin steckt, als die Wurzel dieses Fundamentes, dieses Yesod, dieses Geheimnis, die 70 als Zahlenwert hat, also gerade diese Vielheit des siebten Tages schon in sich birgt, das aber durch das J davor, Yesod, der Zahlenwert dieser sechsten Sephira, eben die 80 ist und nicht nur die 70. Das heißt also, da ist dann schon die Achtheit vorweggenommen in diesem Bewusstsein, was im sechsten Tag stecken bleibt, überhaupt diese ganze Grundkonstitution des Menschen, der menschlichen Existenz, die in diesem sechsten Tag begründet ist, als das Geschaffenwerden und gleichzeitig aber auch das Hinabfallen in den siebten Tag hinein, in die festeste aller Welten. In dieser Grundkonstitution ist eben schon auch die Erlösung des achten Tages mit eingebaut, könnte man sagen. Sodass also der siebte Tag wirklich nur ein Übergang ist, deswegen ja auch dieses nomadenhafte Volk, was dann Israel ist in dieser Wüstenzeit, mit dem Zeltheiligtum, in dem die göttliche Präsenz weilt und mitzieht, als die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht, also diese ständige in Bewegung bleiben, weil dieser siebte Tag, dieser Wüstenzug des geistig-seelischen im Menschen eben von Anfang an dazu bestimmt ist, ein Durchzug sein, eine bloße Pilgerschaft hier auf Erden, in dieser irdisch festesten Realität, Welt. So ist eben die 80 der kommenden Welt, des gelobten Landes, schon in dem wesentlichen Aspekt des sechsten Tages enthalten. Denn diese Sephirot sind gewissermaßen die Manifestationen der jeweils wesentlichen Aspekte in Bezug jetzt auf die Schöpfungstage, also von den einzelnen Schöpfungstagen, die ja natürlich nicht als einfach Tage zu verstehen sind, sondern als bestimmte Schichten, Stufen, Ebenen, die alle ineinander greifen und eben alle enthalten sind in diesem siebten Tag, in dem wir äußerlich betrachtet leben. Nun ist also die Frage, wie es sich gestaltet, dieses Erleben des achten Tages und was der Grund ist oder was der Impuls ist, wie dieser Impuls erlebt wird, um dann doch in den neunten Tag zu, ja, man könnte ja sagen, hinabzufallen, hinabzusteigen, also so eine ähnliche Bewegung noch einmal durchzumachen, wie es schon am sechsten Tag war, wo man hinabfällt von der paradiesischen Ur, aber auch naiven Ur Menschheitsdaseinsform in diese durchaus herausfordernde Zeit des siebten Tages hinein. Wie man also von diesem achten Tag nun wieder eine ähnliche Bewegung in Richtung neunten Tag beginnt. Was gibt den Impuls dazu? Denn wenn man wirklich zur Ruhe gekommen ist, wäre in diesem gelobten Land, in der Vollendung tatsächlich, dann wäre ja eigentlich keine Dynamik mehr zu erwarten. Dann würde man in seliger Harmonie leben und hätte überhaupt keinen Grund, irgendetwas an diesem perfekten Zustand zu ändern. Was also gibt diesen Impuls, um noch einmal den Gang zurück nach Ägypten anzutreten, sozusagen, wenn auch nicht mehr in das genau selbe Ägypten des sechsten Tages, aber doch wieder unter die Völker sich zu begeben und von ihnen geknechtet zu werden, wohlgemerkt, es ist ja immer noch ein sehr unangenehmes Hinabsteigen. Und an dieser Stelle könnte vielleicht eine Geschichte aus der Überlieferung sehr viel mehr uns der Antwort dieser Frage näher bringen, als es jetzt irgendwelches abstrakt-theoretisches Formulieren schaffen würde. Und zwar ist es die Erzählung von König Salomo und seinem Ring. Es ist sozusagen eine recht
berühmt-berüchtigte Geschichte, die in verschiedenen Versionen anzutreffen ist. Das, was nun im Folgenden erzählt werden soll, ist quasi auch nur willkürlich herausgegriffen, sich bei dieser und jener Version ein bisschen bedient, vielleicht das ein oder andere auch sozusagen fälschlich, falsch erzählt jetzt hier von mir, weil ich mich nicht mehr richtig erinnere, wie ich es einmal gehört oder gelesen habe. Vielleicht manches auch irgendwie halb bewusst, unbewusst, mit Absicht etwas anders erzählt, wie es gerade besser in diesen Gesamtkontext des Erzählens passt. Aber genau das ist eben Überlieferung. Sie muss eben immer wieder aufs Neue erzählt werden und insofern niemals ganz festgeschrieben darf sie sein, sondern sie wird sich immer wieder ein bisschen wandeln, immer ein bisschen ihre Form anpassen. Und wäre das jetzt nicht so, dann wäre das ohnehin nur etwas Totes, also einfach mal drauf los erzählen. Ich hier gerade diese schöne Birnholzpfeife mit dem Adler, mit der Adlerschnitzerei in der Hand halte. Vielleicht der kurze Hinweis darauf, dass diese folgende Geschichte aus einer, sagen wir mal, mystisch-astrologischen Sichtweise auch als eine Erfahrung des Tierkreiszeichens Skorpions erklärt wird, gedeutet wird. Denn dieser Skorpion hat in der jüdischen Überlieferung nicht zwangsläufig nur diesen Namen, sondern es ist ein Doppelzeichen. Es ist das achte Tierkreiszeichen, als solches also auch mit diesem achten Tag assoziiert. Und der andere Name des Skorpions ist eben der Adler, der weiße Adler auch. Und statt Skorpion wird gelegentlich auch Drache gesagt. Und so ist es dann also das Zeichen, in dem der Kampf zwischen dem Adler und dem Drachen stattfindet. Und da sagt man dann, der Adler als für das Himmlische, für das Gute stehend, der Skorpion oder der Drache für das Irdische bzw. für das Unterirdische, für das Böse also stehend. Diese zwei Prinzipien ringen miteinander und sind genau gleich stark für sich genommen. Es wäre ein Unentschieden, es wäre ein endloser Kampf. Das, was aber dann den Unterschied macht, dieses kleine Körnchen auf der Waage, was dann doch zur Entscheidung führt, ist, dass man sagt, der Adler, der hat seine Jungen auf den Flügeln dabei. Und diese jungen Adler, die bringen das Übermaß, das Übergewicht für die Seite des Adlers. So gewinnt der Adler den Kampf und besiegt den Drachen. Zumindest in diesem Kampf, in dieser Schlacht. Es ist dann, wird auch betont, nicht der Sieg im Krieg. Der Krieg geht weiter, die Schlacht ist gewonnen. Und das eben durch diese Jungen auf des Adlers Flügeln. Und dann wird auch paradoxerweise oder sagen wir seltsamerweise, rätselhafterweise gesagt, diese Jungen des Adlers, das ist eigentlich die Taube. Und zur Taube haben wir auch schon manches gesagt, das würde jetzt zu weit führen, da nochmal drauf einzugehen. Jeder möge vielleicht sich zurückerinnern oder selbst einfach mal sich dieser Symbolik hingeben. Jedenfalls, der Adler kann zwar den Skorpion besiegen oder den Drachen, aber es bleibt immer so eine Art Achillesferse, in die dann der Skorpion wieder seinen Stachel setzen wird. Es wird also der Drache niemals komplett besiegt an diesem achten Tag, in diesem achten Tierkreiszeichen, sondern es bleibt immer noch so dieses kleine, wieder aufflackern des Bösen. Es muss noch einmal aufsteigen, so wie auch dann in der Offenbarung des Johannes der Satan gebunden wird für 1000 Jahre, dann das sogenannte 1000-jährige Friedensreich anbricht, aber am Ende muss der Satan noch einmal freikommen für eine kurze Zeit und dann kommt eben diese berühmt-berüchtigte Schlacht von Hadad, wo alle Völker sich gegen die Kinder Gottes zusammenrotten mit dem Satan und dann aber auch der Satan, der Drache, endgültig vernichtet wird. Aber an diesem achten Tag, in diesem achten Tierkreiszeichen, Adler und Skorpion, ist das eben noch nicht der Fall. Dort wird zwar der Drache besiegt, so wie eben am achten Tag die Erlösung durchaus erlebt wird, dass die Auferstehung des Messias in der eigenen Seele erlebt wird, aber sie geht noch einmal verloren, sie wird noch einmal verschüttet werden und der Gang durch die Unterwelt wird anbrechen. Und genau von dieser ganzen Thematik spricht eben auch die Geschichte von Salomo und seinem Ring.
Da wird also gesagt, Salomo ist der König von Israel, er hat das geeinte Königreich im gelobten Land und herrscht souverän, er hat Frieden mit allen seinen umliegenden ehemaligen Feinden geschlossen, entweder durch Krieg sie bezwungen oder durch Geschäfte, wie zum Beispiel mit Hiram von Tyros, der schon ein Freund seines Vaters David gewesen ist, ist er in guter Kooperation, eine Art Allianz bildend. Da wird dann manchmal auch gesagt, ja, mit diesen Phöniziern, von denen ja Hiram der König ist, bildet dann auch das Königreich Israel unter Salomo eine Art Weltmacht mit großer Flotte, vor allem Handelsflotte, aber sie schaffen sich auch Kolonien an, also sie gründen Kolonien überall, wo sie mit ihrer Schiffsflotte in der ganzen weiten Welt an Land gehen. Und ja, dadurch beherrscht also quasi Salomo die ganze Welt sogar, nicht nur sein eigenes geeintes Königreich Israel, sondern in der Zusammenarbeit mit diesem Tyrerkönig beherrscht er de facto die ganze Welt. Das ist also der achte Tag. Shlomo, der Name ist ja auch von der Vollkommenheit, vom Frieden, Shalom abgeleitet. Er ist auch in dem Sinne der Ben David, also der Sohn Davids, als der ja auch der Messias vorausgesagt ist. Er ist also sozusagen schon ein Vorschatten auch auf das, was dann als vom christlichen Standpunkt erst Jesus Christus sein wird. Er ist der Sohn Davids, der Messias, er ist ja auch als ein König von Israel, ist er ja auch gesalbt, also tatsächlich auch ganz wortwörtlich ein Moschiach, ein Messias. Er repräsentiert also in diesem Zustand der vollkommenen Harmonie den achten Tag. Aber dabei wird es nicht bleiben. Ein Aspekt seiner vollkommenen Herrschaft und seiner Kontrolle über alles Übel und den harmonischen Zustand in seinem Reich wird dann auch so ausgedrückt: Er ist so voll Macht, insbesondere durch seinen Ring, durch seinen Siegelring an seiner Hand, an seinem Finger, auf dem der Name Gottes, der Name des Ewigen eingraviert ist. Und mit dem hat er, da gibt es dann auch viele Nebengeschichten zu, hat er alle Dämonen, alle Kräfte und Mächte, alle Geister des Bösen, überhaupt alle Geister unter Kontrolle und sie gehorchen seinen Befehlen. Da wird dann auch unter anderem das als Gründe angegeben, wie er den Tempel in dieser monumentalen Form, dieses schönste aller Gebäude bauen konnte. Da hätte er eben auch dann diese Kraft seines Ringes gebraucht und die Dämonen zu seinen willigen Knechten und Sklaven gemacht, die dann ihm geholfen haben. Nun, darauf muss jetzt nicht weiter eingegangen werden. Es gibt sicherlich auch konkurrierende Darstellungen und gerade diesen Aspekt wollen wir jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Was aber hier relevant ist für die Geschichte, dass er nicht nur die Dämonen unter Kontrolle hat, sondern vor allem auch den Obersten dieser Dämonen, den Satan selbst, hat er gebunden in Ketten in seinem Thronsaal, quasi zu seiner Belustigung oder zu seiner Erbauung, das ihm immer vor Augen steht, was er geleistet hat, was er überwunden, was er bezwungen hat mit seiner Macht und Pracht. Und da sitzt er also auf seinem Thron und kann immer den Blick werfen auf den Satan in den eisernen Ketten gebunden, dort in der Ecke des großen Saales. Und eines Tages nun, so erzählt diese Geschichte, als er mal wieder den Blick auf den Satan richtet, hat der Satan eine List parat. Er fängt nämlich an zu sprechen mit Salomo. Und wie schon im Paradies mit der Schlange, das Gespräch mit der Schlange, wenn das erst einmal angefangen hat, dann scheint es unabwendbar, dass eine lange Reise bevorsteht und dass der Satan sozusagen jemanden, den Menschen, nicht einfach jemanden, den Menschen überhaupt, an seiner Schwäche greift und in seine Dienste wieder zieht. Und das, obwohl in dieser Situation mit Salomo sogar die Ketten, die eisernen Ketten, ihn scheinbar unschädlich machen, binden. Aber der Satan spricht also so etwas wie: Ah, guck dich an, großer König Salomo.
Du hast alles erreicht, du hast das geeinte Israel, das Volk Gottes zu deinen Untertanen, du bist ein gerechter Herrscher, jeder liebt dich für deine Wohltaten. Mit deinen Allianzen, mit den umliegenden Königreichen hast du sogar die gesamte Welt unter deiner Kontrolle, kannst tun und lassen, was du willst, und sogar mich, den Urvater alles Bösen in der Welt, hast du bezwungen, in Ketten gelegt, mit der Kraft des Namens des Ewigen, den du als Siegelring an deinem Finger, an deiner Hand trägst, dass also dein Handeln sozusagen gezeichnet ist, den Siegel Ring trägt und dadurch den Siegelabdruck auf alle deine Handlungen prägt, des Ewigen, des Namens Gottes. Und so, ich als der Satan liege hier dir zu Füßen und bin deiner Gnade und Ungnade ausgeliefert. Und diese Macht, die du hast, die also von dem Ring an deinem Finger, von diesem Erfüllt sein von der Kraft des Namens Gottes herrührt, von diesem deinem Wissen um den Namen Gottes, deine Bekanntschaft, dein intimes Verhältnis zum Ewigen. Diesen Ring, diese Macht, das ist es, was dir das alles ermöglicht hat. Und ich nun hier gebunden, völlig machtlos, ohnmächtig, habe nur eine Bitte an dich, einen Wunsch, eine Sehnsucht. Ich möchte einmal für einen Moment diese Macht, die du hast, auch spüren dürfen. Nur sozusagen theoretisch, nur virtuell hier. Ich bleibe ja in meinen Ketten gebunden und bin immer noch dein Knecht, liege dir zu Füßen. Ich kann nicht fliehen hier festgesetzt in deinem Thronsaal. Aber bitte, lass mich einmal diesen mächtigen, prunkvollen, prachtvollen Ring von deinem Finger nehmen und an meiner Hand spüren und tragen, einmal nur kosten, wie es ist, diese Macht des Namens Gottes an seiner Hand zu tragen, in seinem Handeln zu wissen, all sein Handeln davon geprägt zu erleben. Und Salomo schaut diesen armen Teufel, wie man ja so sagt, an. Und kann tatsächlich keine Gefahr darin sehen und denkt sich, er ist gebunden. Das ganze Reich Israel steht mir zur Seite. Sogar darüber hinaus, die ganze Welt ist mir letztlich untertan. Der Satan ist selbst in Ketten gelegt. Was könnte es also schaden ihm, mit dem ich doch sogar Mitleid habe in diesem Moment? Und ich kann ja verstehen, dass er mich beneidet. Ich bin gesegnet vom Himmel mit all dieser Pracht des achten Tages, dieses Erlösseins und dieser vollkommenen Harmonie, wie er mein Name Shlomo schon besagt, bescheinigt sozusagen. Also warum soll ich nicht dem armen Satan einmal diesen Ring, diesen Siegelring mit dem Namen Gottes geben, dass er ihn sich an die Hand stecken kann? Für ein paar Sekunden. Kurz einmal. Diese Erhabenheit, auch dass auch er einmal diese Erhabenheit spüren darf, wie sie mir mein ganzes Leben lang fast geschenkt ist. Im Gegensatz zu meinem Vater David, der noch so viele Kriege hat kämpfen müssen, bin ich ja quasi mein Leben lang mit Frieden geschenkt, beschenkt worden, mit Frieden gesegnet worden. Und wer wäre ich, was wäre ich für ein König von Israel, wenn ich nicht jedem, sogar dem Bösesten, sogar dem Satan selbst, auch alles Glück der Welt, alle Harmonie wünschen würde, diesen Frieden, der doch mein Innerstes schon ist. Also gibt Shlomo, Salomo, den Ring mit dem Namen Gottes, dem Satan, dem gebundenen Satan, aus Mitleid, aus Mitgefühl, mit dem Teufel sogar. Aber wie hätte es anders sein können? Der Teufel, der Satan, bleibt, wer er ist. Er ist der Satan, Satan, der Widersacher, der Hinderer, der Ankläger auch. Und anstatt das zu tun, was er angekündigt hat, den Ring nur kurz am Finger zu spüren, seine Pracht und Herrlichkeit einmal am eigenen Leib zu erleben, nimmt er den Ring in Empfang und wirft ihn aus dem Fenster, wirft ihn und er fällt ins Meer. Und er geht also unter im Meer, in dieser
unerschöpflichen Masse, dieses unerschöpfliche Potenzial von Zeit erleben. Der Ring mit dem Namen Gottes, der also diesen achten Tag für Shlomo repräsentiert, ermöglicht hat, der geht verloren in dem unerschöpflich weiten und tiefen Potenzial, Reservoir an Zeiterleben, an Zeitlichkeit, an Zeit dieser Welt, der Welt des siebten Tages also wieder und letztlich der Völker überhaupt noch weiter zurückgehen bis in den sechsten Tag hinein, diese Welt der Völker, der Wasser, der flutenden Zeit, in der man zu versinken droht, in diesem körperlichen, Aspekt der Menschenexistenz. Darin verloren geht also der Ring der Macht, dieser Ring mit dem Namen Gottes eingraviert, weil der Satan sich das Mitgefühl des Gesalbten, sogar des gesalbten Königs über Israel, erschlichen hat, ertrickst hat, wie es nun mal seine Aufgabe ist. Man darf es dem Satan nicht einmal übel nehmen. Es ist einfach sein Beruf. Dazu ist er berufen, immer dieser Stachel des Skorpions zu bleiben, der das weiter einleitet. Die Schlange zu sein, die das Gespräch anfängt, das dann die weite, die lange, lange Reise beginnen lässt. Und so also auch hier. Der Ring ist weg. Der Satan kann sich befreien. Salomo verliert alle seine Macht. Der Satan setzt sich anstelle Salomos auf den Thron von Israel. Shlomo selbst, immer noch Salomo, immer noch der Sohn Davids, eigentlich der Gesalbte des Herrn, immer noch. Aber er hat nicht mehr die Insignien seiner Macht. Er wird aus seinem Palast vertrieben, kann seinen Thron nicht mehr besteigen, hat seinen Ring nicht mehr am Finger, er hat nicht mehr das Siegel, was er seinen Handlungen aufprägen kann, was ihn erkenntlich zeigt, was ihn erkennbar macht als diesen Sohn Davids, den Moschiach. Und niemand erkennt ihn mehr. Er versucht es den Leuten zu erklären, aber guck mich doch an, ich bin es doch, ich bin doch Salomo, Shlomo, der Satan, er hat mich verführt, er hat mich ausgetrickst, er ist es jetzt, der auf dem Thron sitzt, dient ihm doch nicht. Aber die Leute glauben ihm natürlich nicht, die gucken ihn an, sehen da nur einen einfachen Mann, sehen nicht den Siegelring des Königs an seinem Finger, sehen ihn ja auch nicht auf seinem Thron sitzen, sehen ihn nicht in seinem Palast. Und er redet davon, er sei der Sohn Davids, der König von Israel. Ein Verrückter, was wer sonst könnte sowas sagen. Also verspotten sie ihn, erstmal nur. Als er dann aber nicht aufhört, immer weiter zu betonen, dass er doch der König eigentlich sei, da wird es den Leuten langsam zu bunt und sie fangen an, ihm zu drohen. Hier, hör auf, zu behaupten, du wärst der König, sonst bringen wir dich vor den wahren König. Den sehen wir doch da auf dem Thron sitzen mit dem Siegelring. Wie kannst du also behaupten, du wärst eigentlich der Sohn Davids? Und wenn du nicht aufhörst, mit diesen Geschichten hier rumzuerzählen, dann sperren wir dich ein, lassen dich umbringen. Und Salomo sieht ein, mit Argumenten wird er nichts erreichen können. Die Menschen Israel, also nicht mal irgendwelche Menschen, sondern das Volk Gottes, sogar diese Menschen, lassen sich blenden von der Position, von den Insignien der Macht, von dem Thron, von dem Palast, von dem Ring am Finger und sehen nicht, dass dieser Verrückte, dieser scheinbar Verrückte, der diese Geschichten erzählt, der die Wahrheit sagt, dass er der wahre König ist, dass er der Sohn Davids ist und dass er nur vom Satan geschlagen wurde. Stattdessen beten sie den Satan an. Sie dienen dem Satan, der sich auf ihren Thron, auf den Thron ihres Königs gesetzt hat. So dient also Israel von diesem Punkt an dem Satan. Treu im treuen Glauben, dass sie immer noch ihrem König, dem Gesalbten des Herrn, dienen. Denn sie sehen doch alle die Insignien. Aber sie können nicht durch diese äußeren Zeichen hindurchsehen, sehen nicht das Wesentliche, dass eben inzwischen der Satan auf dem Thron sitzt und über sie herrscht. Salomo also, akzeptierend, dass er hier nicht weiterkommt, tritt die lange Reise an, den weiten Weg. Er weiß ja nicht mal wohin, was kommen wird. Er geht also in die Fremde, in fremde Länder, unerkannt, als einfacher Mann sozusagen und muss sich irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen. Und dann wird gesagt, eines Tages
arbeitet er als Koch an einem anderen Königshof in einem anderen fremden Land. Und an diesem Königshof wird die Tochter des Königs, die Prinzessin, aufmerksam auf ihn. Und sie, warum auch immer, sieht in diesem Koch, dass da mehr ist als nur ein einfacher Mann. Sie würde es wahrscheinlich nicht in die richtigen Worte kleiden können, sie spürt es eben nur. Und es drückt sich dann für ihr Erleben aus, dass sie sich in ihn verliebt. Diese Königstochter also verliebt sich in den Koch am Hof ihres Vaters, der in Wahrheit der König von Israel, der Gesalbte des Herrn, der Sohn Davids, Schlomo ist, Salomo. Aber sie weiß es nicht. Sie will also ihrem Vater klarmachen, dass sie sich in den Koch, in einen einfachen Menschen verliebt hat und ihn heiraten will. Natürlich, der König ist wenig begeistert von so einer Aussicht, sagt, was, der Koch, so ein einfacher vom gemeinen Volk, schlag dir das aus dem Kopf. Wenn du irgendwie versuchst, mit dem wirklich dein Leben zu führen, dann lass ich ihn einfach umbringen, dann kannst du dir jemand Neues suchen, aber lass es lieber nicht so weit kommen und werd wieder vernünftig. Such dir jemanden deines Standes. Aber wie die Liebe so ist, die Prinzessin widersetzt sich sogar ihrem Vater, dem König, und nachdem Schlomo diese Liebe auch erwidert, fliehen die beiden von dem besagten Königshof und sind nun zu zweit auf der Reise. Und übrigens eine Anekdote oder Randnotiz zu dieser Geschichte. Bevor Salomo an diesem Königshof als Koch arbeitet und diese Prinzessin trifft, auf seiner Reise als resignierter König, der von niemandem mehr als solcher anerkannt wird, herumirrend durch die weite Welt, so sagt man, dort, also in diesem Zustand, hat er dann das Buch Kohelet geschrieben. Also das, wo die ganze Zeit von der Nichtigkeit, allem Reichtum, überhaupt aller materiellen Existenz, allen Lebens letztlich die Rede ist, dieses Hawal, Hawalim, Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, Eitelkeiten der Eitelkeiten, wo davon die Rede ist. Dieses Buch, das aber ja durchaus auch von einer tiefen Weisheit zeugt, das soll er also geschrieben haben. Das schreibt er, ist vielleicht eine bessere Ausdrucksweise, wenn er in diesem Zustand ist. Warum hier die Gegenwartsform von mir so betont wird? Ja, weil dieser Schlomo, der vertrieben wurde, weil er Mitleid mit dem Satan hatte, vertrieben aus seinem Palast, aus seinem Reich und herumirrt in der weiten Welt, wissend, wer er eigentlich ist. Das ist in jedem Menschen vorhanden. Jeder Mensch weiß tief in sich genau, wer er ist, dass er ein Kind Gottes ist, ein Sohn des Allerhöchsten. Aber in dieser Welt kann das in den wenigsten Fällen anerkannt werden und er muss sich dem beugen und er muss so tun, als ob er es selbst nicht mehr weiß und als einfacher Mensch, als ja, keiner der Kinder Gottes sich gebärden, sich bewegen in dieser Welt. Und in diesem Zustand, eines jeden Menschen Seele, ersteht eben auch in eines jeden Menschen Seele diese Grundweisheit, diese Urweisheit, die sich in diesem Buch des Predigers Salomo, des Kohelet, ausdrückt. Ganze Philosophien sind auf dieser Art von Weltsicht aufgebaut. Darauf soll jetzt hier nicht weiter eingegangen werden. Man vergesse nicht, wenn man dieses Buch als pessimistisch empfindet, dieses Buch Prediger Salomos, dass am Ende doch steht, die größte Lektion und die wichtigste Lektion ist, fürchte Gott und halte dich an seine Empfehlungen. Und zum Fürchten wurde schon einmal in einem anderen Monolog was gesagt. Staune, staune über den Ewigen und bemühe dich, seinen Empfehlungen gemäß dein Leben zu führen. Das ist die Essenz von diesem Ganzen, von dieser Irrfahrt, von diesem dieser Wanderschaft des verworfenen Königs Salomo in eines jeden Menschen Seele.
Und ist Shlomo also mit seiner Geliebten, dieser Prinzessin, geflohen vom Hof ihres Vaters. Und mit der Zeit kommt es dazu, dass sie dann an einem anderen Königshof, in einem anderen fernen Land, wiederum in ähnlicher Art und Weise ihren Lebensunterhalt verdienen. Shlomo ist wieder als Koch angestellt. Und an der Stelle, so wie es auch Weinreb sein Andenken zum Segen tut, als er diese Geschichte erzählt und an diese Stelle mit dem Koch, dem Leben als Koch von Salomo kommt, so will ich auch hier kurz darauf eingehen, dass darin eben auch eine Symbolik steht. Shlomo als Sinnbild jetzt des Gesalbten, sozusagen also des Göttlichen hier im Wirken unter uns Menschen, ist eben der Koch. Der Koch, was tut er? Er bereitet die Mahlzeit. Die Mahlzeit, die Mishteh, wird dann auch als die Mahlzeit des ganzen Lebens verstanden, die einem auf den Tisch gestellt wird. Und zwar dann üblicherweise in verschiedenen Gängen, zum Beispiel in verschiedenen Gerichten, also verschiedene Formen in der Erscheinung annimmt. Diese Gerichte sind dann auch die, also ein Gericht ist dann auch die Seuda, also vom Wort Sod, könnte man sagen, abgeleitet. Da ist zwar noch dann ein Zeichen dazwischen, aber die Wurzel, man könnte es zumindest so deuten, ist für dieses Gericht, Seuda, Sod, wiederum das Geheimnis. Also dass in verschiedenen Geheimnissen servierte dieser Koch der Ewigkeit den Menschen die Mishteh, die Mahlzeit des Lebens, das Schicksal sozusagen. Es wird ihnen geschickt. Und das Wort schicken, das wurde, glaube ich, auch schon einmal in einem anderen Monolog angesprochen. Schicken, Shalach, Shalach. Von dieser Wurzel ist auch das Wort für den Tisch abgeleitet. Shulchan, Shulchan. Worauf also diese Gerichte, die Mahlzeit serviert wird. Da steckt also wirklich sehr viel schon in den hebräischen Worten drin, in der Gesamtsymbolik, auch wenn man jetzt nicht die hebräische Sprache bemühen will, dass also der Koch den Menschen ihre Lebensmahlzeit als ihr Schicksal serviert. So ist also die Symbolik, dass Salomo gerade als Koch unerkannt weiterhin seine Funktion erfüllt, eine sehr tiefe. So wirkt überhaupt das Göttliche in dieser Welt ja, wie es uns im Alltag entgegentritt. Nicht offen als der prunkvolle König Salomo, der uns entgegentritt, sondern versteckt, uns einfach das Schicksal servierend als den Alltag, der uns jeden Tag aufs Neue geschickt wird, mit den kleinen Wundern, wenn uns der Blick dafür geschenkt ist, den Herausforderungen, an denen wir wachsen. Dass wir doch letztlich immer unsere Ration Manna für jeden Tag empfangen dürfen und uns hoffentlich auch dann in unser Schicksal gehüllt erleben, wie in die Himmel gehüllt zu sein. Diese ganze Symbolik des Talit, des Gebetsmantels, in den wir uns einhüllen, mit ungefähr dieser Empfindung im Optimalfall, da wurde schon an anderer Stelle was zugesagt. Jedenfalls als Koch also wieder unterwegs. Und was passiert nun? Und da kommen wir sozusagen zum springenden Punkt dieser Geschichte. Shlomo soll einen Fisch zubereiten für den König, für ein Gastmahl, was auch immer. Der Fisch vor ihm, er schneidet ihn auf, er öffnet also den Fisch und nimmt das Innere heraus und in diesem Inneren zeigt sich das Geheimnis dieses Fisches und man ahnt es schon, sein Ring kommt hervor. Der Ring, der ins Meer geworfen war, der in dieser Zeitlichkeit untergegangen zu sein scheint, wurde von einem Fisch aufgenommen, verschluckt, bewahrt und dieser Fisch landet in der Küche des Koches Salomo, des unerkannten Königs von Israel, des Gesalbten des Herrn. Und dieser Gesalbte des Herrn ist es, der den Fisch öffnen kann und dessen inneres Geheimnis hervorholen kann. Und das ist eben wiederum der Siegelring mit dem Namen Gottes, der also in dem Fisch, im Inneren des Fisches, als dessen Geheimnis vorhanden ist. Und dem
Messias, dem Salomo in dieser Geschichte, dann wieder auf den Finger sich, er kann ihn sich wieder auf den Finger stecken und dadurch seine Macht zurückerhält. Er sitzt sofort wieder auf dem Thron, es ist alles wieder wie vorher, nur er hat nun diese Reise durchgemacht. Er hat das erste Mal in seinem Leben das Schicksal eines einfachen Mannes auch durchgemacht, mit allen Hochs und Tiefs. Er hat diese Königstochter, die Prinzessin gefunden, befreit sozusagen aus ihrem Schicksal als ja, eine Königin der Heidenvölker, eine Art Gräueldienst für den Ewigen nur leisten zu können, führt sie heim mit sich nach Israel, macht sie auch zu einem Teil Gottes, Teil des Volkes Gottes also. Und das alles wäre nicht möglich gewesen, hätte er nicht diese lange Reise angetreten. Und das eben war seine Reise durch den neunten Tag. Sein neunter Tag, sein Erleben dieser Unterwelt, die dann aber doch sich letztlich als die Gebärmutter erwiesen hat, aus der Neues entstanden ist. Auch das ganze Buch des Predigers, erst in dieser Zeit des neunten Tages erschienen, entstanden. Und er kommt also zurück, sich bewährt habend, als ein Bewährter, als ein wirklicher Tzaddik also. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dieser Symbolik des Tzaddik, zu der schon einiges gesagt wurde, als wir ein bisschen vom Alphabet und den Zahlenwerten der einzelnen Zeichen erzählt haben, wo der Tzaddik als der genannt wurde, der mit der Kuf, also mit der ersten in den Hundertern, mit der 100 als Zahlenwert im ersten Zeichen für die Zukunft, das Ersehnte, den Übergang bringt von den Zehnern, also von den Zeichen von der 10 bis zur 90. Und zwar gerade diese 90, die Zadde, den Fischhaken, mit dem also der Fisch aus dem Wasser gefischt wird, mit dem Kuf aus der Zadde ein Zadik wird. Also der, der diesen Fischhaken auch wirklich einzusetzen weiß, der Zadik, der Bewährte, der Gerechte, der den Fisch emporhebt aus dieser Welt der Gegenwart, dieses siebten Tages und an Land, ans Trockene, auch ins gelobte Land hinüberzuführen vermag, dort der Fisch als solcher zwar sterben muss, aber erst dadurch von diesem ewigen Koch geöffnet werden kann und sein inneres Geheimnis preisgeben kann. Auch das wurde alles schon angesprochen. Da wurde nur gesagt, dass eben der Fisch mit der Nefesh zu tun hat, also mit dieser leiblichen Seite des menschlichen Seelischen, und dass diese Seite des Seelischen absterben muss, aus dem Wasser gefischt werden muss durch diesen Tzaddik und an der trockenen Luft, am Geist, also am Riach, sterben muss, absterben muss als solches, dadurch aber dann geöffnet werden kann von eben dem Gesalbten des Herrn, von diesem Koch der Ewigkeit, um sein inneres Geheimnis preiszugeben. Und dieses innere Geheimnis offenbart diese Geschichte nun eben in dem Symbol des Ringes, des Siegelringes an der Hand des Königs über Israel, an den Siegelring mit dem Namen Gottes. Dieser Siegelring, also könnte man sagen, ist das innere Geheimnis eines jeden, einer jeden Nefesh, eines jeden menschlichen Einzelschicksals, Einzellebens hier auf Erden, im Fleisch, im Leib, als Körper unter den Völkern. Und dieser Siegelring also ist das, was dann auch Shlomo aus dieser neunten Tagserfahrung gebiert zu neuem Leben, scheinbar wieder im achten Tag, aber nun als der zehnte Tag, wo also die Völker miterlöst werden, soeben als Sinnbild, Repräsentant dieser Völker, die Prinzessin mit heimgeführt wird von einem Königreich der Heiden, der Völker. Und nun also mit dem Volk Gottes diesen Zustand der vollkommenen Harmonie erleben darf, wie es eben im Namen Shlomo von Shalom auch enthalten ist. Das ist also diese Geschichte des Salomo, wie dieser seinen achten Tag erst erlebt, dann verliert, die Unterwelt des neunten Tages durchmacht, die sich aber zur Gebärmutter entfaltet, offenbart als solche, dann den zehnten Tag gebiert. Einerseits der Zustand vom Vorher, vor dieser Unterwelt,
andererseits aber eben doch nicht genau derselbe, sondern jetzt bereichert, um auch das, was vorher schon scheinbar hinter sich gelassen wurde, die Völker nämlich, die sozusagen noch den sechsten Tag repräsentieren oder die Wasserseite des siebten Tages repräsentieren, die werden nun also, vermöge diese Reise durch die Unterwelt, wieder im zehnten Tag mitgebracht und in diese Erlösung integriert. Und so ist dann also auch der sechste Tag miterlöst, der am achten Tag zwar schon das Fundament gebildet hat, das Yesod, das Fundament, das schon als Zahlenwert diese 80 hat, selbst aber die Sephira des sechsten Tages gerade ist. Und nun also im zehnten Tag dieser Zusammenhang hindurchgegangen durch den neunten Tag erst wirklich realisiert wird, vollkommen wird. Dieser neunte Tag, der Bezug der Neunheit zur Wahrheit wurde ja auch schon angesprochen an anderer Stelle, zusammengesetzt aus dieser 144-Struktur, die auch Adam auszeichnet. 144, also auch diese doppelte Vierheit des sechsten Tages mit seinen zwei Pforten, als der Geliebte Gottes, Dawid, Dawd, 464, diese zwei Tore verbindend. Und in diesem Sinne also illustriert diese kleine Geschichte über Shlomo und seinen Ring, dessen Verlust und das Wiedererlangen auf dem langen Weg, den Übergang vom 8. in den 10. Tag. Könnte man sich natürlich fragen, was hat das jetzt alles mit dem Thema zu tun, was am Anfang dieses Monologes angekündigt wurde, nämlich der Spaltung des Reiches nach Salomo dann. Im biblischen Verlauf der Geschichte ist es ja so, dass Salomo noch glücklich bis zum Ende das geeinte Königreich beherrschen darf, dass die Spaltung dann also erst seinem Sohn Rehabeam oder Rahabeam, ja, widerfährt, denn an den Jerobeam die 10 Stämme verliert, das Nordreich. Es wird dann aber gesagt in der Überlieferung, und da finden wir vielleicht die Parallele zu der eben erzählten Geschichte mit dem Ring, dass die Grundlegung zu dieser Spaltung des Reiches eben schon bei Salomo gelegt wird. Beziehungsweise es steht ja auch schon in der Bibel so drin, dass eben Salomo am Ende seiner Laufbahn scheinbar abtrünnig wird, so zumindest eine häufige Lesart, wo erzählt wird, dass er den ganzen fremden Frauen, den Frauen aus fremden Völkern, die er sich genommen hat, zu Königinnen wohlgemerkt, also er macht sie zu Königinnen mit ihm in seinem Palast, aber er lässt sich dann von ihnen sozusagen verleiten, auch deren Göttern, Götzen, die sie sozusagen mitgebracht haben oder den Dienst, an denen sie mitgebracht haben, aus ihrer Heimat. Dazu lässt sich dann auch Salomo verleiten, sodass er also, wie dann gesagt wird, dem und dem, dem Greuel der Zidonier und dem Götzen der Ammoniter und so weiter, Tempel errichtet, Höhen errichtet vor allem und ihnen halt auch selber opfert und opfern lässt. Und natürlich ist da naheliegend zu sagen, ja, das ist offensichtlich die Sünde, der Abfall Salomos, der zwar immer noch dem Ewigen opfert, den Ewigen verehrt, ihn anbetet, aber daneben eben andere Götter auch zu haben scheint. Nun, man kann es sicher so lesen, aber was dann in der Überlieferung explizit gesagt wird, was der wirkliche Grund ist, beziehungsweise auch da gibt es wiederum verschiedene Ansätze, aber einer geht ungefähr so. Da wird nämlich gerade die Heirat Salomos mit der Königin von Ägypten, beziehungsweise der Tochter des Königs von Ägypten, genannt als der springende Punkt. Da, so wird gesagt, als das geschieht,
stößt der Engel Gabriel aus dem Himmel zur Erde hinab, nimmt ein, ich glaube, Schilfrohr oder ähnliches und steckt es in den Meeresgrund irgendwo an einer bestimmten Stelle. Und im Laufe der Zeit sammelt sich dann immer mehr Sand darum und eine Insel entsteht daraus und eine Landmasse, besser gesagt. Und auf dieser Landmasse dann wird Rom erbaut, also Edom, wie es in der Überlieferung genannt wird. Also Edom von Esau wird mit Rom, mit der Weltmacht Rom assoziiert, gleichgesetzt in gewissem Sinne. Und dieses mythische Rom, also sagen wir mal, das biblisch, im biblischen Mythos anzutreffende Rom, das hat seinen Ursprung in diesem Stück Schilf oder was auch immer, um das sich Sand und Erdmasse sammelt, was der Engel Gabriel dort eingesetzt hat, hingestellt hat, reingesteckt hat. Darin hat also Rom seinen Ursprung, dass Salomo sich entschlossen hat, die Königin von Ägypten zu seiner Frau zu nehmen. Aber was heißt das, die Königin von Ägypten sich zur Frau zu nehmen, als der König von Israel? Das ist eben wieder genau dasselbe wie dieses Mitleid mit dem Satan in der Geschichte mit dem Ring, wie dieses Heimbringen der Prinzessin, der Königstochter aus einem fremden Land mit zurück in den 10. Tag nach Israel zurück, sie also zu integrieren in das Volk Gottes. Denn die Königin von Ägypten, was ist sie? Sie ist die weibliche Seite von diesem 6. Tag, von dieser Vergangenheit also im Mythischen, von allem Vergangenen, Gestorbenen, nachdem man sich zurücksehen kann, beziehungsweise das man vermissen kann, was eben Leben war und jetzt nicht mehr ist. Und wo eben, wie schon eingangs erwähnt, unser menschliches Bewusstsein einfach seine Wurzel hat, stecken geblieben ist gewissermaßen und dadurch diese Spaltung besteht, wie wir sie erleben, hier in diesem 7. Tag in der äußerlichen Welt. Diesen 6. Tag, wo also all das sein Fundament, seinen Ursprung hat, dessen Erscheinung, das repräsentiert diese Frau, diese Königin von Ägypten. Und der will eben Salomo seinen Platz auch in seinem Reich, also in seinem Reich des Erlöstseins, in seinem gelobten Land des 8. Tages geben. Und indem also an diesem 8. Tag sich gesehnt wird danach, auch Mizraim seinen Platz zuzugestehen, eine Erscheinung zu geben hier im gelobten Land, im 8. Tag, dadurch ist dann der Grundstein gelegt für einerseits eben das mythische Rom, was dann das letzte und schwerste der Exile des Volkes Israels wird, sein wird und ist bis heute. Dieses Exil von Edom, von Rom, hat ja bis heute nicht aufgehört. Das ist sozusagen das, was bis zum Ende der zeitlichen Welt bestehen wird. Und damit assoziiert ist dann eben auch dieser Anfang des Exils, erstmal der Spaltung des Reiches ins Nordreich und das Südreich, denn das Nordreich ist ja dann schon gar nicht mehr sozusagen vorhanden, als anfängt die Reihe der vier symbolischen Exile, die mit Babylon anfangen, bei der Zerstörung des Tempels Salomos, des Hauses Gottes auf Erden. Und das zweite ist dann das persisch-medische Exil, wo zwar der Tempel wieder errichtet wird, aber eben ein anderer Tempel. Nicht mehr der wahre ursprüngliche salomonische Tempel, sondern ja, wie dann auch gesagt wird in Esra oder Nehemia, den Büchern, wo dieser Wiederaufbau des Tempels erzählt wird, dass die Alten, die noch den alten Tempel kannten, die diesen neuen Tempel jetzt sehen, zu weinen anfangen, weil sie die Pracht und Herrlichkeit des alten eben noch vor Augen haben und sehen, wie einfach dieser neue Tempel nicht wirklich dem gerecht werden kann. Das also wird im zweiten Exil, persisch-medischem Exil, gebaut. Dann das dritte ist das griechische, zum Griechentum wurde auch schon einiges gesagt. Und das vierte ist eben Edom. Auch wieder wohlgemerkt dieselbe Wurzel wie Adam, wie Adama, der Erdboden. Und überhaupt diese ganze Wolke von Begriffen, die damit einhergeht. Jedenfalls
Rom im mythischen Bild, das römische Exil, das dann auch zu Zeiten des Neuen Testaments eben die herrschende Macht ist über das Land, in dem der Messias auftritt und das bis in unsere heutige Zeit auch ganz historisch durchaus wiederzufinden besteht, bestehen bleibt. Denn man sollte nicht übersehen, dass immer noch Rom im Sinne von des Papsttums, der römisch-katholischen Kirche, eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Weltpolitik spielt. Nicht ganz so offen auftretend, aber nicht weniger wirkmächtig durch diese Verborgenheit. Aber in solche Richtung sollen diese Monologe ja nun wirklich nicht führen. Hier wollen wir in der biblischen Geschichte bleiben, in der Ewigkeit und nicht so sehr dessen Reflexe in der zeitlich äußeren Entwicklung der Historie. Nicht das soll unser Thema sein. Jedenfalls vor diesen vier symbolischen Exilen, die gerade kurz angerissen wurden, kurz aufgezählt wurden, mehr eigentlich nicht, gab es eben schon zwei weitere sozusagen vorzeitliche Exile, nämlich als allererstes das ägyptische, eben die Knechtschaft in Ägypten, die ja auch durch ihre Charakterisierung als 400 Jahre eigentlich die ganze Welt bedeutet, die ganze Zeit hindurch und eben eine bestimmte Schicht dieser Welt versinnbildlicht, die immer vorhanden bleibt, auch wenn man sozusagen sich den anderen Schichten nun mehr widmet, ist diese Grundschicht immer noch gegeben. Diese ganze Welt der 400 hindurch bis zum letzten Zeichen der Taf mit diesem Wert 400 herrscht diese Knechtschaft Ägyptens in der äußerlichen Welt. Und nach diesem ersten Exil Ägyptens gibt es dann also noch das Exil von Assyrien, Aschur. Und das ist eben dasjenige, wo die Spaltung in die zwei Reiche, also Israels Spaltung in zwei Reiche, in zwei Königreiche geschieht. Also, um jetzt endlich auf das Hauptthema dieses Monologes zu kommen, und ich merke schon, wenn man diese bisherigen Monologe also ein bisschen aufeinander aufbauend betrachtet, und anders geht es eigentlich nicht, überhaupt ein bisschen vorwärts zu kommen und in die Tiefe auch vorzudringen, dieser ganzen jüdischen Überlieferung und überhaupt der hebräischen Sprache, der Bibel insgesamt, dann sind wir einfach noch nicht weit genug gekommen bisher, um jetzt diese Thematik der beiden Reiche bis in wirklich die ganz kleinen und spezifischen Details angehen zu können, sozusagen. Da könnte man in so viele Prophetenstellen reinschauen, eigentlich fast blind die Bibel aufschlagen, irgendwo bei den Propheten und ganz viel dazu sagen, mal abgesehen davon, dass ich mit meinem begrenzten Wissen zu diesen Themen da viel zu wenig zu sagen könnte, um das jetzt wirklich hier in gebotener Form auch darbieten zu können. Aber wir wären auch das wenige, was ich dazu schon sagen könnte, mit Gottes Hilfe, das würde hier schon wahrscheinlich ein bisschen zu viel voraussetzen müssen. Deswegen werden wir es heute wohl bei den Basics belassen müssen. Die sind also die, durch eben all das, was mit Salomo einhergeht, was jetzt so ein bisschen angedeutet wurde, diese seine Sehnsucht nach etwas, was aber nicht möglich ist im derzeitigen Zustand, was er aber trotzdem versucht, wodurch er dann diese schwere Zeit einleitet, was aber dann auf lange Sicht doch das ermöglicht, nachdem er sich eigentlich gesehnt hat. Etwas umständlich ausgedrückt jetzt, aber es wurde ja jetzt ausführlich schon dargelegt, dass er also Ägypten eine Gestalt auch in der erlösten Welt geben will. Dadurch aber erst einmal selber ins Exil geschickt wird, Israel dadurch dem Satan dient, ohne es zu merken, und diese ganze Reichsspaltung, die Zeit der Exile und so weiter damit einhergehen. Das ist also so die Grundsituation. Und es gestaltet sich dann also so, dass nach Salomos Abdanken und Tod in dieser Welt, sein Berufenwerden zu höherer Arbeit, sein Eingehen in die Welt der Wahrheit, dass dann sein Sohn Rehabeam
die 10 Nordstämme verliert. Dass dieser Jerobeam sein Gegenspieler, also der König des Nordreiches wird, dadurch also nun zwei immer wieder miteinander in Konkurrenz stehende Reiche einander gegenüberstehen, das Nordreich, Ephraim, Israel, das Haus Josef, das Zehnstämmerreich und im Süden Juda, das Königreich Juda mit dem Stamm Benjamin, was sozusagen der einzige, der von Anfang an als Ganzer da bleibt, ist, aber eben auch Leviten zum Beispiel, die aus dem Nordreich dann fliehen, laut der biblischen Geschichte. Aber gut, das sind auch wieder Details, die man jetzt anführen könnte. Nach heutiger jüdischer Sichtweise sind von allen Stämmen des Nordreiches auch ins Südreich geflohen sozusagen und irgendwie dahin gelangt, sodass heute die Juden sich auch weiterhin als Repräsentanten des ganzen Israels sehen, also aller 12 Stämme bzw. 13 Stämme, wenn man Manasse und Ephraim eben anstatt Josef zählt, dann sind es ja 13 anstatt 12. Und diese ganzen Details würden jetzt auch wieder zu weit führen. Jedenfalls grundsätzlich ist das Nordreich eben aus 10 Stämmen bestehend, das Südreich aus 2 bestehend. Das Südreich ist das, was länger sich noch als solches bewahrt. Es ist eben Juda, das ist das, wo dann die Juden als Volk oder Religionsgruppe, wie auch immer man es gerne nennen will, auch historisch sich entwickeln. Das Nordreich geht verloren, als es von den Assyrern, also vom assyrischen Exil, ergriffen wird, weggeschleppt, verschleppt wird, unter andere Völker zerstreut wird. Dann werden Fremdvölker in dieses Nordreich, also ins geografische Nordreich, angesiedelt, die sich dann so teilvermischen mit einigen zurückgebliebenen einfachen Leuten des eigentlichen Nordreiches, also der nördlichen Stämme Israels, sodass dann so eine Art Mischvolk entsteht, was noch so halbwegs sich der Urherkunft bewusst sind aus dem Volk Gottes, auch noch gewisse Bräuche weiter pflegen, aber schon letztlich abgeschnitten sind. Zum Beispiel die mündliche Überlieferung größtenteils nicht mehr anerkennen oder nicht mehr kennen auch. Und das ist dann das, was im Neuen Testament noch als die Samariter, die Samaritaner, auftritt, auftaucht, was es auch heute historisch sozusagen noch anzutreffen gibt. Dass also eine Art von ja, Vermischung des Volkes Gottes mit eben diesen angesiedelten Fremdvölkern durch das assyrische Reich dorthin gebrachte, durch die assyrischen Herrscher dort angesiedelten Fremdvölkern, dass da so eine Art, ja, man muss schon sagen, unheilige Mischung entstanden ist, die sich zwar selbst noch irgendwie in Bezug sehen zum Volk Gottes, zur Tora, zum Ewigen im Sinne des Gottes Israels, aber eben durch den Verlust der mündlichen Überlieferung keine wirkliche Vermittlung mehr geschieht zwischen dem Ewigen, Unveränderlichen und der Zeitwelt, in der sie aber nun mal leben. Und das ist eben etwas, was schon einmal oder schon das ein oder andere Mal als dieses große Problem angesprochen wurde, wenn die Heilige Schrift nicht mehr durch mündliche Überlieferung vermittelt wird, jeweils auf die Zeit ausgerichtet, dann entsteht eben eine ungünstige Mischung aus durchaus einem Bezug haben zum Ewigen, aber eben eine ungesunde Beziehung dazu eingehend, die eben nicht mehr von der gesunden Vermittlung durch die mündliche Überlieferung, die ja eigentlich die andere, nicht minder wichtige Seite der Tora ist, geprägt ist, also die dadurch geprägt ist, dass da diese Vermittlung fehlt. Das also ist das, was, sagen wir mal, vom Nordreich übrig bleibt, nachdem Assyrien diese 10 Nordstämme ja, vertilgt hat, gewissermaßen verstreut hat unter die Völker, und die, also die Nordstämme, verlieren sich auch tatsächlich in diesen Völkern. Sie vergessen sich selbst komplett, ihre Herkunft komplett, gehen gänzlich auf in den Völkern. Und das kann man dann auch so deuten, so lesen, so verstehen, dass die Nordstämme, das Haus Israel, also im engeren Sinne, das Haus Ephraim, dass das in alle Völker der Welt, der Erde,
verstreut wurde, überall durchaus eben etwas von sich, von diesem Gottesvolk hingetragen haben, aber überhaupt kein Bewusstsein mehr davon haben. Und das repräsentiert dann eben, wie eben das Nördliche, die Nordseite, auch was die Himmelsrichtung angeht, für die körperliche Seite steht. Das repräsentiert eben den Charakter alles Körperlichen in dieser Welt. Dass in allem dieses Israel, was sich selbst verloren hat, sich nicht mehr erinnert seines Ursprungs, enthalten ist, aber eben, weil es sich eben überhaupt nicht mehr zurückerinnert, nicht mehr zurückerinnern kann in diesem Zustand, als solches auch nicht das Körperliche zurückführen kann in dieses gelobte Land, in diese innige Beziehung zum Ewigen, als dessen Eigentumsvolk. Zu diesem Zustand ist Israel als Ganzes ja eigentlich berufen. Also die Nordstämme, das Haus Ephraim, hat sich verloren in diesen Völkern der Welt, der Erde, in allen Völkern. So könnte man auch historisch sagen, in allen Völkern ist dieses verlorene, sind diese verlorenen Stämme präsent als verborgenes Genom, also genetisches Material sogar in gewissem Sinne. Aber es kann eben nicht aktiviert werden, weil es sich seiner selbst nicht mehr bewusst ist. Demgegenüber das Südreich, also die Juden, ganz plastisch, wurden zwar dann später eben durch dieses babylonische Exil auch aus ihrem Ursprungsland, also aus dem gelobten Land, vertrieben, verschleppt und sind zwar dann wieder, ja, wie gesagt, unter dem persisch-medischen Exil zurückgekehrt, haben sogar einen neuen Tempel errichten dürfen. Aber sind dann eben im römischen Exil, also in diesem letzten der vier Hauptexile, in die endgültige Verbannung verstreut worden. In diese Verbannung von Edom, von Rom, die also wie gesagt bis heute anhält. Und so sind ja auch bis heute die Juden, wenn man es dann historisch betrachtet, in alle Länder verstreut. Die Juden, die damals zu Jeschuas Zeiten, zu Zeiten des Neuen Testaments also, noch zwar unter römischer Fremdherrschaft, aber doch immerhin noch in diesem Land mit ihrem Tempel, der dann schon quasi als dritte Erscheinung, noch einmal unter Herodes, ganz neu umgestaltet, gar nicht mehr der unter den persisch-medischen Besatzern erbaute wirklich war, sondern halt in gewissem Sinne der dritte steinerne Tempel schon war, meist aber trotzdem noch als der zweite gerechnet wird. Den hatten sie also noch. Bis eben ungefähr, wann war es, 70 nach Christus, wo auch dieser Tempel dann unter der römischen Besatzung zugrunde geht und zerstört wird. Und dort geschieht dann eben auch die endgültige Zerstreuung, auch dieses Südreiches, also des Hauses Juda, auch unter alle Völker. In dem Sinne machen sie also erst einmal denselben Weg durch wie ihr Nordreich, also ihre Brüder aus dem Nordreich, mit dem großen, aber entscheidenden Unterschied nun aber, dass der Süden, Juda, Repräsentant also gegenüber dem Norden des Körperlichen, der Süden des Geistigen, der geistigen Seite des gesamten Menschen in Beziehung zum Göttlichen, diese geistige Seite des Menschen in Jehuda, in den Juden, repräsentiert auch ganz handfest, physisch in der historischen Realität, verliert niemals komplett sein Selbstbewusstsein als Volk Gottes. Während also das Nordreich zerstreut unter die Völker sein Selbstbewusstsein als Volk Gottes eingebüßt hat und nur so eine Art Potenzial dazu weiter in die Völker mitgetragen hat, kommt nun Jehuda, Juda, die Juden und bewahrt die Identität als Volk Gottes, als dieses Haus Juda eben und trifft wiederum auf die ganzen Völker, zu denen auch schon das Nordreich gebracht, verschleppt, verstreut wurde in sie. Nun wird ja auch in der Apostelgeschichte im Neuen Testament schon davon geredet, dass eben die neu entstehende Christenheit immer erst zu den Juden unter den Völkern geschickt wird. Dann aber, spätestens wenn sie dann abgewiesen werden von denen, die sich als Juden verstehen, auch zu den sogenannten Heiden sich wendet und dort Christus verkündigt und eben diesen neuen Weg, den Christus als der Messias, Jesus als der Messias lehrt, gelehrt hat, weiterhin am Lehren ist.
Und man könnte es jetzt durchaus so sehen, dass dann eben die Apostel dieses Haus Ephraim Potenzial in den Völkern ansprechen, dass sie also sozusagen von den Propheten davon wissen, dass auch das Nordreich dazu berufen ist, wieder zurückzukehren und eben aus diesen Völkern heraus mit Jehuda wieder vereint werden wird. Da wird dann zum Beispiel von den zwei Stöcken, zwei Hölzern geredet bei Ezekiel, die wieder zu einem Holz zusammengesetzt werden sollen und werden. Und auf diesen Hölzern, das Wort Holz ist als der Baum auch, also aus diesen beiden Bäumen, dem Baum Ephraim oder Josef wird es, glaube ich, dort an der Stelle genannt, dem Haus Josef und dem Haus Jehuda. Das Haus Josef soll wieder hinzugefügt werden, dem Haus Jehuda. Die Nordstämme sollen also wieder den Südstämmen hinzugefügt werden und sie sollen ein Holz, ein Baum werden. Und man erinnere sich vielleicht an den Römerbrief von Paulus mit dem Ölbaum, mit den Zweigen, also die Heiden, die sich bekehren zu Christus, die dann als Zweige in den kultivierten Ölbaum Israels eingepfropft werden. Und vielleicht könnte man diese Bilder jedenfalls parallel sehen, dass also auch bei Hesekiel schon angekündigt ist, dass Israel im Sinne des Nordreiches auch, obwohl sie ihre Identität verloren haben, doch irgendwie zurückkehren zu Juda. Und genau das geschieht ja nun, wenn die Heidenvölker, die sogenannten, sich zu Christus bekehren und durch Christus also wieder ihre jüdische Wurzel auch finden und sich ihr anfügen können. Das heißt nicht, dass sie zu Juden im Sinne eines völkischen Sinnes oder religiösen Sinnes werden, aber Yehidim, wie auch schon mal an anderer Stelle auf dieses Wort eingegangen wurde, sie werden zu lobenden, dankenden, preisenden, aus Freude den ewigen Lobenden und in diesem Sinne eben zu Juden. Und trotzdem bleiben sie eben das Gesamte, also sie bilden dadurch sogar erst wieder die Gesamtheit aus dem Südreich und dem Nordreich, wenn beide wieder zusammengefügt sind, als die Ganzheit der 12 beziehungsweise 13 Stämme mit allen verschiedenen Charakteristiken, die jeder Stamm für sich als Besonderheit verkörpert. Die Ganzheit ist es, die am Ende wiederhergestellt wird und ist. Und da sind dann eben tatsächlich auch die Völker mit dabei. Es wird eben an mancher Stelle auch davon gesprochen, wie Mizraim und Assur werden ganz konkret irgendwo bei Jesaja genannt, dass sie dann auch als mein Volk von Gott angesprochen werden, als Werk meiner Hände spricht Gott sie an. Und an anderer Stelle zum Beispiel auch die in den beiden kleineren Propheten, dass an Sukkot, also beim Laubhüttenfest oder Fest der Hütten, auch alle Völker nach Jerusalem ziehen werden und den Tribut dem ewigen Zeugen zollen werden, bezeugen werden. So klingt also schon in dieser Prophetenliteratur relativ deutlich an, dass nicht nur das Nordreich im Sinne von die verlorenen Kinder der verlorenen Stämme Israels zurückgeführt werden, sich wieder Juda dem Südreich angliedern, sondern dass dadurch, durch dieses große Wunder der Rückführung, von der ja auch gesagt wird, und wenn dieser Exodus, diese Rückführung geschehen sein wird, dann wird niemand mehr von dem Exodus von Ägypten sprechen, weil der wird so gering dagegen aussehen, verglichen mit diesem umfassenden Zurückkehren aller Kinder Gottes aus der ganzen Schöpfung, von der ganzen Erde verstreut, sich zurückbegeben in das Land des Ewigen. Und dadurch wird dann die Erde dieses Land des Ewigen insgesamt, weil eben nun alle Völker, alle Zungen, wie dann auch ich glaube, im letzten Kapitel von Jesaja, im 66. nochmal gesagt wird, alles Fleisch wird bekennen, alle Zungen werden die Herrlichkeit Gottes besingen und bekennen, bezeugen. Und auch das ist immer der Abschluss im jüdischen Brauch aller drei Gebete, das Aleni, Aleinu, Aleni, was gesprochen wird, also
wo am Ende halt nochmal das alles so aufgezählt wird und alle Knie werden sich dir beugen, alle Zungen werden dich bekennen. Da ist dann nicht mehr nur die Rede von irgendwie dem auserwählten Volk gegenüber den vielen Nicht-Auserwählten, sondern alle, die ganze Erde. Und das ist eben dann wirklich dieser 10. Tag, der in der Wiedervereinigung der beiden gespaltenen Reiche Israels besteht, weil durch die Zerstreuung erst des Nordreiches, was zwar sich selbst erst einmal verliert, seine Identität jedenfalls verliert, sein Selbstbewusstsein, unter alle Völker, unter alles Körperliche und dann auch noch der Zerstreuung des Südreiches, also des geistigen Momentes, jetzt in auch wiederum diese körperliche Welt hinein, und was demgegenüber aber die Identität, das Selbstbewusstsein als Volk Gottes bewahrt. Wenn das also alles geschehen ist, kann die große Rückführung kommen, kann auch die Wiedervereinigung dieser beiden getrennten Reiche sich vollziehen. Und in dieser Wiedervereinigung werden quasi mit alle Völker auch vereint mit dem Volk Gottes, sodass kein Unterschied mehr besteht, dass dann die Völker und das Volk Gottes zu einem großen Volk Gottes wird. Und so kann man vielleicht auch sagen, spiegelt sich in dieser Vereinigung des Körperlichen durch die Völker repräsentierten und des geistig-seelischen durch Israel repräsentierten dasselbe wider, was sich in den zwei großen verschiedenen Ausprägungen des Gottesnamens zeigt. Also einmal dem Yod-Heh-Vav-Heh, diesen innigen, dieser innerlichen Beziehung, die das Volk Gottes zum Ewigen hat, überhaupt der Mensch zum Ewigen hat. Und Elohim, der Mannigfaltigkeit des Göttlichen, wie es in der ganzen Natur, Schönheit und Gesetzlichkeit ausgebreitet ist, wo auch jedes Tier und jeder Stein seinen Bezug zu diesem Göttlichen eben einfach hat, dadurch, dass es überhaupt existiert. In dieser Mannigfaltigkeit der Schöpfung, die sich aus Gottes Wort ergibt, die sozusagen Gottes Wort ist, als manifest gewordene Schwingung, die zu, ja, zu Leben wird. Und so sagt man eben, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, also dieses Adonai, Yod-Heh, Vav-Heh, ist Eloheinu, ist Elohim, unser Elohim, unser Göttliches, das, was wir davon wahrnehmen, von dieser Mannigfaltigkeit des Göttlichen. Das ist ein und dasselbe, das mögen zwei Seiten des Wahrnehmens dieses Göttlichen sein, einmal über das Äußere, das andere mal über das Innerliche, aus dem Innerlichen heraus, aber Adonai Hü Ha-Elohim, Adonai, er ist Elohim, es ist ein und dasselbe. Und das, so sehr man es theoretisch weiß, so sehr auch in den Propheten theoretisch prophezeit ist, dass diese Rückführung von allem stattfindet, so wenig ist es eben in unserer gefallenen Wahrnehmung und unserer Welt, wo immer noch diese Spaltung besteht zwischen unserem Bewusstsein, festsitzend in der Vergangenheit quasi, im 6. Tag in Mizraim, in dieser Befangenheit, Eingeklemmtheit zwischen der festen Form in Ägypten und eben dem 7. Tag, in dem wir äußerlich eigentlich leben und unserem, so Gott schenkt, schon erlebten Erlöstsein dennoch in unserer Seele, in unserem Herzen des 8. Tages dieses gelobten Landes. Das alles ist eben hier in die verschiedenen, man könnte auch sagen, Personen aufgespalten für unser Erleben, dieses verschiedene, die verschiedenen Arten hindurchzutönen, also des Göttlichen und eben auch der verschiedenen Schichten der Existenz. Und die Bibel als Heiliges beschreibt das eben schon, weil es im Ewigen besteht. Dort ist das alles vorhanden, alles nebeneinander, was sich hier in der äußeren Welt nur zeitlich offenbaren kann. Und so ist es dann eben auch, was diese Rückführung Israels und natürlich auch Jehidas, also erst einmal Jehidas sozusagen, Judas und dann Israels. Manch einer sagt, das fängt ja schon an, auch historisch sich zu zeigen in diesem sogenannten Staat Israel, wo halt für die Juden, die äußerlich als Volk auftretenden Juden,
ein Staat geschaffen sei. Und sicherlich, es ist ein Reflex dieser ganzen Geschichte in der historischen Wirklichkeit. Jeder möge sich selbst dazu stellen, wie er es für richtig hält. Jedenfalls bedenke man immer, dass wir alle Menschen sind und der Fokus immer darauf liegen sollte, als Mensch selber allen Menschen, jedem Menschen, jedem einzelnen Menschen, genauso wie der Menschheit als Ganzes, in Liebe und Barmherzigkeit gegenüberzutreten. Niemanden auszugrenzen, der vermeintlich den falschen Glauben, den falschen Standpunkt vertritt. Und immer nur in dem Sinne, die Menschen zu bewerten, wie man es eben unbedingt braucht, um selber eine Wahl treffen zu können, wie man mit einem Mitmenschen umgeht. Denn man muss sich nun mal hier in dieser Welt arrangieren, man muss Handlungen, Entscheidungen treffen, handeln. Und dazu ist eben auch ein gewisses Bewerten der Umstände nötig. Aber das möge es eben sein. Die Umstände möge man bewerten, nicht den einzelnen Menschen, der einem als ein Du gegenübertritt. Denn das Du, das ist das Ad. Insbesondere jetzt in der weiblichen erscheinenden Form, also das Ad auf Hebräisch, Atah dann in der männlichen Form, aber Ad, Aleph, Taf, als das erscheinende Du, das dir gegenübertritt. Und Aleph, Taf, das sagt auch Christus, dass er es ist. Ich bin das Alpha und das Omega, das Aleph und das Taf. In jedem Menschen, der uns als dieses erscheinende Du gegenübertritt, tritt uns Christus gegenüber. Und wenn wir es wirklich mehr und mehr schaffen, in diesem Bewusstsein mit jedem einzelnen unserer Mitmenschen umzugehen, dann ist alles gut. Dann können wir gar nicht mehr ausgrenzen, weder uns selbst noch andere. Dann ist eben wirklich diese Einheit wiederhergestellt, zumindest für unser Erleben. Und dann werden wir dieses Erleben auch nach außen aufleuchten lassen und können mit Gottes Beistand, mit Jeschua, also auch dieses leuchtende Beispiel für unsere Mitmenschen verkörpern. Aber so viel zur Sehnsucht, so Gott schenkt, eines Tages auch nicht mehr nur in diesen Worten hier, in so einem kleinen Monolog, sondern mehr und mehr auch wirklich in meinem Handeln. Halleluja, dass überhaupt es möglich ist, diese Dinge wenigstens schon einmal geistig vorwegzunehmen. Möge jedem geschenkt sein, möglichst viel von all diesem Wunderbaren, hier Erzählten, nur Angedeuteten meistens, in sich selbst und zunehmend auch um sich selbst erleben zu dürfen. Gelobt sei der Name, Baruch Hashem. Shalom Aleichem.